Herzlich willkommen zur Auftaktpressekonferenz. Wir haben es wieder mal die lange, intensive Sommerpause gut überbrückt und ja, jetzt geht es wieder los. Thomas, vielleicht mal gleich zum Spiel in Ried. Was erwartest du da? Wie ist da dein Ausblick auf dieses Spiel? Ja, mein Ausblick, ich glaube, wir freuen uns so riesig drauf, weil es erst ja nach einem halben Jahr wieder vor Zuschauer ist. Ich glaube, man hat es gesehen, Champions League-Finale ist so toll, die Spiel war, die Stimmung war im Keller. Ohne Zuschauer, das ist höchste Eisenbahn, dass die Zuschauer wieder ins Stadion kommen. Das wird sofort ein anderer Fußballer für die Spieler, für die Trainer. Das wird einfach, ja, wir freuen uns richtig auf ein geiles Match. Die Voraussetzungen haben sich wirklich dramatisch geändert. Die Mannschaft hat ein völlig neues Gesicht. Kann man die jetzt schon irgendwie nach den wenigen Testspielen, kannst du sie ein bisschen charakterisieren, was sind da die großen, meinst du, wo man nicht verraten ist, aber was sind die großen in so neuen Stärken, wie ist genau, wie würdest du die beschreiben? Ja, meine, das haben wir eh schon mit Transfer gesehen, dass wir massiv jünger geworden sind. Junge Spieler bringen natürlich ein Stück weit mehr Fitness mit, weil sie einfach ja, jung sind, hungrig sind sie. Und ich glaube schon, dass wir eine Spur weit dynamischer agieren können wie letztes Jahr, aber ich glaube auch, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, bis alle Mechanismen klappen, aber die Jungen im Training muss man oft das Tempo rausnehmen, sie sind sehr, sehr engagiert und jetzt gilt es halt schnellstmöglich die beste Performance zu finden, damit wir in der Bundesliga bestechen. Ihm ist einmal in der Bundesliga ein gutes Überraschungseier. Also ich meine, das wissen die anderen absolut nicht, was auf sie zukommt. Im Fall von Rogel wissen wir selber noch nicht so ganz genau, oder? Was steht das schon? Ja, wenn ich die Zeitungen lese, sind wir nicht zu Überraschungseier, sondern klar letzter. Also ja, wir können es immer besser machen wie letztes Jahr. Und ich glaube, wir haben gute junge Spieler geholt und lassen wir uns überraschen, ich will nicht zu viel verraten. Das sind alle Spieler mit Qualität. Sehr gut. Berl, aus deiner Sicht, Spielersicht, ich meine, wieder ein neues Jahr, eine neue Mannschaft. Du wirklich eine Konstante als Kapitän. Wie würdest du die Mannschaft jetzt charakterisieren? Ja, wir sind auf jeden Fall um viele Jahre jünger geworden. Schneller, dynamischer, hungriger auch. Ich freue mich auf die Saison. Ich glaube, es wird eine gute Saison für uns. Mit den neuen Spielern haben wir schon gute Qualität dazu bekommen. Auch deine Rolle als Kapitän ist bei so einer jungen Mannschaft natürlich jetzt auch wieder mal aufgewertet worden. Brauchen die schon auf deinen Zuruf, wenn die funktioniert ist? Ja, ich glaube, das war so nie das Problem. Ja, natürlich versuche ich ihnen weiterzuhelfen. Ich meine, viele haben von ihnen noch nie Bundesliga gespielt. Ich habe jetzt auch ein Jahr gespielt. Jetzt wissen wir alle, was uns auf uns zukommen sind. Es war ein sehr lehrreicher für alle, glaube ich, für den ganzen Verein. Und ja, wir sollten es besser machen. Sehr gut. Sie noch kurz, also eine Generalvorschau auf die Bundesliga. Haben wir zwar schon mal geliefert, aber vielleicht noch mal kurz, was glaubst du, kommt jetzt in der Saison auf die WSG auf uns zu? Ja, was kommt auf uns zu? Wir haben es eh schon letztes Jahr, als irgendwas los ist, Grunddurchgang mit Top-Teams in Österreich. Ein sehr, sehr schwieriger Grunddurchgang. Und, aber im Endeffekt ist es egal, ob du im Grunddurchgang 3 Punkte hinter oder 3 Punkte vorn bist. Wenn du im unteren Playoff bist, dann in der Quali-Runde, haben wir dann eh jeden Spieltag gesehen, dass dann auch phasenweise die Nerven blank liegen. Aber ja, wir wollen es einfach nur mal, ich kann mich wiederholen, was soll ich auch anders sagen, wir wollen es besser machen wie letztes Jahr. Und wir haben unsere Fehler hoffentlich gelernt. Und, ja. Jetzt geht es endlich los und ich glaube auch, dass wieder Red Bull über allen stehen wird und ähnliche Klassengesellschaft wie die letzten Jahre schon. Und ich glaube aber auch, dass wieder ein großer Verein wie die letzten Jahre in der Quali-Runde vertreten sein wird oder ein etwas größerer Verein. Wenn ich auch noch begrüßen darf, ist unser Sportdirektor Stefan. Ich meine, ich glaube, was wichtig ist, noch einmal auch in dem Rahmen zu betonen, ist, die Zahlen sind recht eindrucksvoll. Also wir haben viele Spieler abgegeben, neue geholt. Ich glaube, du hast die Zahlen recht gut im Kopf, wie viele Jahre wir da abgegeben haben, wie viele Jünger wir geworden sind. Kannst du das noch mal kurz sagen? Normalerweise der Trainer die größte Zahl im Kopf. 3,9. Aber ich sind grob 10 Jahre sind wir jünger geworden von den Abgängen, die waren 29,1 etwas und die 30 gingen 19,1 etwas. Aber wir können jetzt über Jahre diskutieren. Letztes Jahr haben wir auf dem Faktor Routine gesetzt. Am Ende des Tages zählt nachher der Erfolg oder Misserfolg. Und wir sind aber sehr positiv, dass wir das mit dir geschalten haben. Vielen Dank, eure Fragen bitte. Du hast gesagt, ihr habt aus dem Fehlern gelernt, was
was würdest du sagen, wäre der Kardinalfehler gewesen? Was darf man nicht machen? Mein Verkehrsunfall. Oder Kardinalfehler? Nein, da unten war. Nein, ich habe dann. Ich habe es immer wieder gesagt. Ich war dann in der Quali-Runde, war ich eigentlich nur für die Spiele da. Und ich habe eigentlich die Abläufe im Team ein bisschen verpasst, weil ich einfach nicht in der Lage war, bei den Trainings vor Ort zu sein. Und ich glaube schon, dass man da intern dann im Nachhinein beim Aufarbeiten ist dann einiges aufgibt, was nicht gepasst hat im Team. Deswegen sind wir der Mannschaft, wo ich ja der Mannschaft Dank reite. Wir haben für 10 Quali-Spiele 5 Minuten zu gespielt. Weil wir 5 rote Karten gehabt haben in der Quali. Und insgesamt haben uns 200 Minuten in Unterzahl von 900 Spielminuten. Dass das dann schwierig ist, wenn jedes Wasser bis zum Hals steht, das müssen wir einfach besser machen. Aber es waren nicht nur diese Fehler, aber grundsätzlich, die sind für die Öffentlichkeit bestimmt. Wie sieht es der Kapitän? Ja, es war natürlich nicht einfach, oder für einen anderen so einen Verkehrsunfall hatte. Dass es dann schwierig war, so innerhalb der Mannschaft, gilt auch recht. Es geht eher nicht in der Nachschau, sondern in die Zukunft. Was soll man immer machen im nächsten Jahr so? So ein Verkehrsunfall. ja, wir müssen einfach, wir haben die Sachen aufarbeitet, was falsch sind, was natürlich intern bleiben, aber im Großen und Ganzen müssen wir einfach es einfach besser machen in vielen Bereichen. Und wir hoffen alle, dass das mit der Corona nicht mehr kommt. Weil das hat uns natürlich auch das Leben ein bisschen schwer gemacht, weil vor Corona war man gut drauf bei einem richtigen Flow. Und dann müssen wir einfach da anknüpfen, wenn man vor Corona aufhört, dann hat es ganz gut. Freust du dich auch aufs Publikum? Auswärts ist es natürlich so, dass das ja nicht freundlich ist, das Publikum. Aber trotzdem freut man sich drauf. Natürlich freuen wir uns drauf. Ich meine, das ist wieder ein großer Schritt Richtung Normalität. Ich hoffe, dass so bleibt und dass nicht dann wieder irgendwas kommt. Und man hat beim Cup-Spiel schon gesehen, dass es einfach lässiger ist, vor ein paar Zuschauern zu spielen, dass es viel mehr Spaß macht. Natürlich wird es jetzt wieder ein bisschen eine andere Situation für den Spieler, weil es natürlich wieder etwas lauter wird auf dem Spielfeld. Aber wir freuen uns grundsätzlich einfach drauf, dass es jetzt endlich losgeht nach dem Spiel. Auch wenn man schimpfen wird. Du spielst jetzt auf Lust in der Zeigefinger. Apropos Zuschauer, jetzt hört man ja immer dumm mit dieser neuen Ampel, die da eingeführt worden ist. Innsbruck ist schon gelb. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt ein Heimspiel haben und wir kommen auf ein Ranch, wie schaut es denn da noch aus mit den Zuschauern? Wie viel Reduktion gibt es denn da? 500. Grün und Gelb ist 4000 und Orange ist 500. 500. Danke. Ried, total schwer zum Schätzen, oder? Man hat immer gefühlt 20 Neue. Ja, wobei ich sagen muss, da haben vielleicht gleich 2 bis 3 Mann in die Stadt gefrutscht. Das ist unsere Erkenntnis aus Ried-Analyse. Also ich glaube schon, dass der Großteil der Aufstiegsmannschaft präsent wird. Es wird ein neuer Linksverteidiger spielen, ob das dann der Löcher ist oder der Haas, wird man sehen. Dann vielleicht rutscht nur der Satin rein und das war's. Aber was für eine Rolle teilst du denn jetzt einmal zu Beginn der Saison zu? Ja, Ried ist ja jahrelang in der Bundesliga gewesen, die letzten 3 Jahre dann immer. Sie waren immer sehr, sehr heimstark, fanatisches Publikum, enger Platz. Ried wird ähnlich auftreten wie in der zweiten Liga, sehr kampfkräftig, sehr, sehr aggressiv gegen den Ball, sehr stark bei Standardsituationen, weil sie sehr, sehr gute Größe drin haben im Team. Und auf Umschalten werden spielen. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, so erwarten wir Ried. Aber ich glaube, so erwartet nicht nur die WSG Tirol Ried, sondern die ganze Bundesliga. Man kann es jetzt natürlich nicht aussuchen, ist der Aufsteiger, ist jetzt super als erstes? Es ist egal. Grundsätzlich war es super, wenn du immer noch gegen den spielen kannst, der was aktuell nicht so in Form ist. Aber das ist ein Wunschkonzert. Spielen musst du gegen jeden 2-mal im Grunddurchgang und dann. Es ist völlig egal, ob wir in Hütteldorf beginnen, in Ried oder da haben wir die. Aber Aufsteiger sind erst natürlich meistens, wie wir ja wissen aus dem Vorjahr, schwer. Besonders motiviert, besonders euphorisiert vielleicht. Nein, ich glaube, dass jede Mannschaft motiviert sein sollte, wenn die Bundesliga-Saison losgeht. Also, ich wüsste jetzt kein leichtes Auswärtsspiel, weil ich würde jetzt auch nicht gerne in Altach beginnen oder in Arbeit. Das ist
Bull, das ist richtig schwer. Wenn ich mal Red Bull anfangen muss. Ja, dort kann man sich dann schon schauen, hoppala. Also nicht. Gut. Alles fit, alles ausgesehen schon. Nein, Koche wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Der Tobi Anselm hat Firma, der wird auch nicht die Reise mitmachen. Ist aber Corona negativ. Trotz Impfung. Ja, stimmt. Ja. Und das kann ich also vorne schützen. Außer die Langzeitverletzten im Körper und schon weg, aber ja, das ist jetzt eh nicht, glaube ich, die Frage. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, danke. Jetzt schon der Hinweis, bitte anmelden für das Lastspiel. Das wäre nett, per Mail, wenn ihr euch da kurz melden würdet. Und jetzt, glaube ich, die Kollegen werden noch kurz Interviews brauchen. Bitte danke.